Hallo, herzlich willkommen beim Video zum Thema kurzexakte Sequenzen. Kurzexakte Sequenzen sind ja ein Spezialfall von exakten Sequenzen. Deswegen Hinweis für diejenigen, die das einführende Video zum Thema exakte Sequenzen noch nicht gesehen haben. Das könnt ihr euch entweder vorher oder nachdem ihr dieses Video gesehen habt, anschauen. In diesem einführenden Video habe ich also erklärt, was eine exakte Sequenz ist. Also zunächst mal, wann eine Sequenz exakt in einem Objekt ist, in einer Gruppe ist und wann eine Sequenz als Ganzes exakt ist. Und jetzt hier also der Spezialfall einer kurzen exakten Sequenz. Ich male mal eine kurze exakte Sequenz hin. 0 nach A, nach B, nach C, nach 0. Und ja, 0, A, B, C, das sind alles Gruppen. Das können jetzt im allgemeinen Fall auch irgendwelche Kategorien sein, wo wir über über Kerne und Bilder sprechen können, aber ich denke, wir machen das jetzt hier genau wie im ersten Teil, der Einfachheit halber, der Klarheit halber mit Gruppen. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Gruppenhomomorphismus F von A nach B, wir haben einen Gruppenhomomorphismus von B nach C, den nennen wir G, und natürlich haben wir hier auch Homomorphismen, nämlich von 0 nach A und von C nach 0. Die müssen wir aber nicht benennen, denn da gibt es nur einen, also gibt es jeweils nur einen, nämlich der hier 0 auf 0 in A abbildet und der hier bildet eben 0, bildet C auf 0 ab. So, und wenn diese Sequenz exakt ist, also eine kurze exakte Sequenz ist eine Sequenz, die so aussieht, so wie diese Sequenz, die ich jetzt gerade hingemalt habe, wenn diese Sequenz eben exakt ist, dann ist es eine kurze exakte Sequenz. Und ja, auch nochmal eben als Wiederholung, was heißt exakt? Exakt heißt, dass der Kern von einem nachfolgenden Morphismus immer gleich dem Bild von dem vorausgehenden ist. Also jetzt hier zum Beispiel, wenn wir mal in B gucken, dann ist, wenn das Ganze exakt in B ist, dann ist der Kern von G gleich dem Bild von F. So, und ja, was wir jetzt hier an dieser kurzen exakten Sequenz sofort sehen können, ist dieser Morphismus hier F, das hatte ich in der einführenden Lektion auch schon erwähnt, dieser Morphismus F hier, der muss injektiv sein, denn der Kern von F, das muss ja das Bild von diesem Morphismus von 0 nach A hier sein, das Bild von diesem Morphismus von 0 nach A ist natürlich 0, das heißt der Kern von F ist 0, das heißt F ist injektiv, und ganz ähnlich können wir argumentieren, dass G surjektiv ist, denn hier wird ja ganz C auf 0 abgebildet. Und also, das heißt also, der Kern von diesem Morphismus hier von C nach 0 ist ganz C. Und damit muss auch das Bild von G ganz C sein. Mit anderen Worten, G muss surjektiv sein. Und ja, wir können das Ganze auch noch ein bisschen anders hinschreiben. Wir können nämlich das auch so schreiben. A ist isomorph zum Bild von F, ja, also weil F ist eben injektiv. Und das heißt, wir können jetzt hier in B, also praktisch eine isomorphe Kopie von A betrachten. Und wir können außerdem sagen, B modulo dem Bild von F, das ist isomorph zu C. Und zwar, da steckt der erste Isomorphiesatz drin. Der erste Isomorphiesatz sagt ja, ja, wenn wir einen Gruppenhomomorphismus von einer ersten Gruppe in eine zweite betrachten, dann ist das Bild isomorph zur Ausgangsgruppe modulo dem Kern des Homomorphismus. Und jetzt in unserem Fall ist also C das Bild, weil das Ganze eben surjektiv ist, ist ganz C das Bild. Und dann ist also B modulo dem Kern von F gleich isomorph C, und der Kern von G ist aber gleich dem Bild von F. Das ist ja hier gerade die Exaktheit. Und dann haben wir also diese Aussage hier, dass B modulo dem Bild von F gleich C ist. Soweit also diese beiden Beobachtungen. Und jetzt kommen wir noch ein kleines Lemma. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben ineinander geschachtelte Gruppen. Also sagen wir, ja, ich hatte mir aufgeschrieben, warum ich die benennen will. Also wir haben eine Gruppe T,
Die soll drin stecken in einer Gruppe S und die soll drin stecken in einer Gruppe M. Ja, also T, S und M sind Untergruppen und dann können wir Folgendes sagen. Es gibt eine exakte Sequenz 0, und dann nach S modulo T von hier aus nach M modulo T und von hier aus nach M modulo S und von hier aus wieder nach 0. Also es existiert, lass mal so hin, mit existiert so eine Sequenz, so eine kurze exakte Sequenz. Das wollen wir uns jetzt noch ganz schnell überlegen, dass das der Fall ist. Das heißt, wir müssen uns überlegen, dass wir hier eine Injektion haben. Ja, also diese Elemente hier, S modulo T, die sehen ja so aus. Das sind ja solche Nebenklassen hier. Ja, und S ist ja in M. Das heißt, wir können die einfach so hier reinpacken. Wir können die einfach wieder auf dasselbe senden. Und das ist unsere Injektion. Das heißt, das hier, diese Abbildung hier, das ist die, die wir jetzt hier gerade beschrieben haben. Wir können also so eine Injektion von S modulo T in M modulo T betrachten. Und ja, das Zweite, was wir machen können, ist, wir können die Nebenklassen erweitern. Nämlich, wenn wir hier mal M modulo T angucken, dann können wir eine Nebenklassenerweiterung machen, indem wir sagen, wir packen, also diese Elemente sehen ja so aus, M plus T. Das packen wir jetzt rein in die Nebenklasse M plus S. Und ja, das ist eine wohl definierte Geschichte. Kann man sich leicht überlegen. Also wenn die Differenz von 2m in t ist, dann ist sie insbesondere auch in s, weil s ja t enthält. Also das ist wohl definiert. Und ja, der Kern von dieser Abbildung, die jetzt im Übrigen unser G sein soll, hier, dieses G hier sein soll, das hat noch gar nicht hingeschrieben, also das, diese Abbildung soll auch G heißen. Diese hier. Der Kern von dieser Abbildung, das ist der Kern von G, das ist S modulo T, denn ja, diese Elemente S modulo T, die sehen ja so aus. S plus T, und wenn wir die jetzt rübersenden auf S plus S, dann werden die immer auf 0 abgebildet. Also das heißt, S modulo T, das ist der Kern. Und ja, das Bild von dieser Abbildung ist eben, also das Bild von G, das ist eben gerade M modulo S. Ja, und dann haben wir auch wieder mit dem ersten Isomorphiesatz, dass ja, eben genau das, was hier steht, also dass eben M modulo T modulo S modulo T gleich M modulo S ist. Und ja, übrigens, diese Aussage hier, das ist gerade der dritte Isomorphiesatz für Gruppen. Also wer das auch noch mal genauer anschauen will, das ist der dritte Isomorphiesatz für Gruppen. Ich habe die Isomorphiesätze für Gruppen auch noch in eigenen Videos behandelt. Ich glaube, den ersten, zweiten und dritten und den Korrespondenzsatz habe ich behandelt. Findet sich in der Playlist Algebra. Also das, was hier steht, das ist der dritte. Ja, und das hier übersetzt sich jetzt hier eben gerade zur Exaktheit von dieser Sequenz hier, dieses Bild hier, von dieser Injektion, das ist jetzt ja
hier gerade dieser Kern. Und damit haben wir also diese Exaktheit hier von dieser Sequenz gezeigt. Gut, das soll es erstmal gewesen sein für diese kurzen exakten Sequenzen. Das heißt, wir machen damit weiter, aber erst im nächsten Video. Und da geht es dann um das Thema zerfallende Sequenzen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und dann, also bis zum nächsten Mal.